Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Wilhelm von Kügelgen, der kleine Lebensretter. Wenn wir im Garten spielten, schloss sich uns häufig ein kleiner Barfüßler in unserem Alter an. Er hieß Fritz Petzold und war der Sohn eines Gärtners. Eines schönen Morgens ließ uns unsere Wärterin ohne Aufsicht. Wir aber vergnügten uns mit einigen zugelaufenen Nachbarskindern, welches Laub aufzulesen und über das Geländer der kleinen Brücke in einen Bach zu werfen. Dann liefen wir einige 30 Schritt abwärts, wo zum Wasserschöpfen an tiefer Stelle ein schmales Brett über den Bach gelegt war, um dort die kleinen goldenen Schiffchen wieder aufzufangen. Ich war den anderen vorausgeeilt und hockte bereits jubelnd auf dem schwankenden Stege, als dieser umschlug und ich kopfüber ins Wasser schoss. Die erschrockenen Freunde stoben auseinander, verschwanden durch Hecken und Zäune, wo sie hergekommen waren, und ich selbst gab mich sogleich verloren. Nicht so Fritz Petzold. In dem Augenblick, als ich versank, sprang er entschlossen auf den Steg, griff in die Tiefe, packte meine Haare und schrie, so laut er konnte, nach seinem Vater. Zwar brachte er mich mit dem Kopfe über Wasser, doch nicht weiter, und ich dachte jeden Augenblick, samt meinem Freunde zu ertrinken, denn das kleine Brettchen schwankte hin und her wie eine Schaukel. Aber Fritz Petzolds Zetergeschrei erreichte das Ohr des Vaters, der nun mit vollen Sätzen über seine Gemüsebeete herbeiflog und mich herauszog. Triefend und mit schwarzem Schlamm überzogen, hing ich wie ein erschlagener kleiner Maulwurf in seinen Händen, als er mich den Eltern brachte.